Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Bayern München gegen Hertha BSC. Jetzt geht es hier also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Jerome Boateng spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Ivan Perisic steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Zwischen 1972 und 1974 wurden die Bayern dreimal in Folge deutscher Meister. Und diese Erfolge sind untrennbar mit dem Namen Udo Lattek verbunden. Ja, 1970 wurde er Trainer bei den Bayern, brachte gleich mal frischen Wind rein. Einer der allergrößten der Trainerzunft. Kalu. Bayern München mit dem Ballgewinn. Steilpass De Bruyne. Das ist jetzt eine Chance. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Da zeigt Lewandowski, was er kann bei diesem Tor. Und klar, den Treffer schauen wir uns gerne nochmal an. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Münchner führen nach diesem Tor. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Darida. Arne Meyer. Sie bekommen den Abstoß. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Der Ball soll zu Lewandowski gehen. Da ist Platz auf dem Flügel. Salomon Kalou. Die Möglichkeit zu flanken. Da geht er volles Risiko. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Sané. Und da ist das Tor. Da kommt der Torhüter nicht dran. Der Ball geht flach in die Ecke. Super Schusstechnik. Genau da sollte der Ball hin. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Marvin Plattenhardt. Guter Vorstoß da jetzt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ivan Perisic. Da muss er flanken. De Bruyne. Jetzt hat er den Ball. Oh, sie stören früh. Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern. Kevin De Bruyne. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung.
Ecke De Bruyne. Der Torwart spitzelt den Ball über die Querlatte. Nächste Chance, noch eine Ecke. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt Boateng. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, guter Pass. Das ist jetzt eine Chance. Marius Wolf. Und er, das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Klar, nachdem der Torwart den ersten nicht festhalten konnte, da reagiert er am schnellsten. Hier nochmal dieser Treffer. Also Sie müssen jetzt aufpassen und da macht er sich natürlich am Spielfeldrand so seine Gedanken. Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Lewandowski. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Ecke De Bruyne. Da ist der Keeper ganz energisch, der Ball ist erstmal weg. Schuss kommt nicht durch. Die Bayern mit dem Ballverlust. Arne Meyer. Marco Grujic. Marius Wolf. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Schöner Einsatz hier jetzt auf Außen. Beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer in dieser Partie. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen. Perisic! Ja, Steinhelz, Szene geht weiter. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, warum denn nicht? Man muss es auch mal aus der Distanz versuchen. Marco Grujic. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Kalou! Neuer Held war noch im Spiel. München mit der knappen Führung. Steilpass De Bruyne. Oh, das könnte was werden. Ivan Perisic. Und er trifft. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Die erste Hälfte war klasse. 3:1 steht's. Es gab einige Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst.
Steilpass De Bruyne. Das ist jetzt eine Chance. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Hertha mit dem Anstoß. Marius Wolf. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Erstmal rausgeforstet. Goretzka. Guter Pass. Gute Aktion. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ganz eng war's, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Keine schlechte Chance. Aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Bei dem Weitschuss fehlte eigentlich nicht viel. Schön finde ich, dass er sich getraut hat. Kein Vorwurf, da keinen Pass zu spielen, sondern abzuziehen. Der Mut hätte belohnt werden sollen. Arne Meyer. Davy Selke. Gleich wird hier Draxler. Super gemacht. Perisic die Chance. Rebic. Trifft er, ja. Drin. Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Er macht den Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Muss eigentlich nur noch einschieben. Ja, so Dinge hast du nicht allzu häufig. Das macht's leicht. Ganz leicht. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Davy Selke. So. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Gäste werden wechseln. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Lukas. Und da wird uns der nächste Gegner, der Hertha, eingeblendet. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen, es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Die Bayern mit dem Einwurf. Nun Boateng. Perisic. Nun De Bruyne. Steilpass De Bruyne. Jetzt ist es gefährlich. Lewandowski mit der Chance. Die Arstein-Held-Szene geht weiter. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Bei der Hertha gibt es jetzt einen Wechsel. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch in taktischer Hinsicht. Lewandowski geht. Der hat ja hier dieses enorm wichtige Tor gemacht. Ein klasse Spiel. Perisic.
Da ist die Hereingabe. Da passt er auf, Ball geklärt. Draxler. Kommt jetzt die Flanke rein? Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Lukas. Ivan Perisic. Erstmal geklärt. Rebic. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Draxler. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Dodi Lukebakio. Schierbrett. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Der Steilpass von Perisic. Timo Werner. Parade von Jahrstein, weiter geht's. Einwurf für die Bayern. Rebic. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Und wieder gibt's eine Ecke. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Boateng. Da können Sie klären. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Timo Werner. Gut abgeblockt. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. So haben sie sich das vorgestellt. Erstes Spiel, erster Sieg. Ein sehr guter Start in die Saison. Das dürfte ihnen richtig Schwung für die kommenden Partien geben. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.